Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, trotz des etwas ungemütlichen Wetters. Mein Vortrag ist in 5 Teile geteilt, und zwar ist davon der eigentlich Hauptteil, der 4. Teil, aber ich möchte Ihnen mit Karten vorher etwas zum geografischen Zusammenhang und der Rahmenbedingungen der Berliner Mauer erzählen. Zunächst aber etwas über mich, wie komme ich zu diesem Thema? Und zwar ist es so, seit etwa den 20er Jahren wohnt meine Familie in Berlin, und zwar beiderseits der Bernauer Straße, was natürlich seit 1961 zu getrennten Verhältnissen geführt hat. Und als Kind macht man sich natürlich nicht sehr viele Gedanken darüber, wieso der Westen sowohl in der nächsten Straße ist, als auch mehrere hundert Kilometer entfernt am Harz. Aber wenigstens beim Abbau dieser ominösen Mauer konnte ich behilflich sein und hatte dann 20 Jahre später das Vergnügen, unter der Leitung von Professor Dr. Schweikert im Rahmen eines Forschungsprojektes der Beuth-Hochschule für Technik Berlin nach den Spuren der Mauer zu suchen. Dazu standen uns 1084 Panoramafotos der Grenztruppen zur Verfügung. Die wurden von den Grenztruppen in regelmäßigen Abständen gemacht. Diese, die wir verwendet haben, sind von 1988, 89, also die quasi aktuellsten. Und 2009 und 2010 habe ich insgesamt 157 Standorte rausgesucht und versucht, diese zu reproduzieren. Besonders hilfreich waren dabei meine Kollegen, die haben nicht nur Leitern gehalten, sie haben auch manchmal die Vergleichsbilder gehalten oder Ponys davon abgehalten, an der jeweiligen Leiter zu lecken. Und so reisten wir dann gemeinsam 170 Kilometer einmal um West-Berlin und hatten dann aber teilweise natürlich Probleme. Die touristische Innenstadt, da findet man sich noch gut zurecht, aber in der Wildnis kann man dann schon manchmal wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, weil sich doch tatsächlich so viel verändert hat. Aber so viel dazu. Wie gesagt, kommen wir mal zu einer kleinen kartografischen Darstellung. Ich bin selbst Kartograf und hoffe, dass auch Sie sich dafür begeistern können. Und es ist halt relativ interessant, weil die administrativen Grenzen letztlich die räumlichen Begebenheiten für die Berliner Mauer gebildet haben. Von 1800 bis 1900 ist Berlin von 170.000 Einwohnern auf knapp 2 Millionen Einwohner gewachsen und war plötzlich umgeben von anderen großen Städten, wie zum Beispiel Charlottenburg mit 320.000 Einwohnern. Das Problem war, dass sich dieses Siedlungsgebiet zunehmend verflocht und es Probleme machte, Infrastruktureinrichtungen oder andere Dinge über die Grenzen von Städten und Landkreisen hinweg zu planen. Man sieht hier besonders auch im Süden, das hier ist der Kreis Teltow, der war zu jener Zeit tatsächlich der reichste Kreis Deutschlands. Und ja, kein Wunder, wenn man sieht, was heute darin liegt, Zehlendorf, Steglitz, erklärt sich das natürlich von selbst. 1920 entstand dann Groß-Berlin, aber es war nicht wie heute ein Land, sondern es war einfach ein Stadtkreis mit etwas mehr Autonomie innerhalb der Provinz Brandenburg. Interessant wird später noch die Exklaven, die dadurch entstanden sind, zu denen ich später noch etwas sage, besonders hier im Süden und hier im Nordwesten. Die damals gezogene Stadtgrenze ist bis auf kleine Korrekturen auch heute noch gültig. Das alte Berlin wurde erweitert und zwar um 6 Stadtkreise, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke. Es hatte danach eine Fläche, mit der es die zweitgrößte Stadt der Welt war, nach Los Angeles, und mit 3,9 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt nach New York und London. Vielleicht ganz interessant, Prenzlauer Berg und Kreuzberg heißen hier noch Prenzlauer Tor und Hallisches Tor. Jedoch schon 1920 wurden die Bezirke umbenannt und haben ihren heutigen Namen erhalten. 1928 gab es eine kleine Eingemeindung, und zwar wurde das Gut Düppel nach Berlin eingemeindet. Dazu komme ich aber vielleicht später noch. 1938 nahmen die Nationalsozialisten eine von bisher nur 3 großen Reformen der Bezirksgrenzen vor. Und das ist deshalb relevant, weil genau diese Bezirksgrenzen, die damals geschaffen wurden, eben genau die sind, anhand derer sich die Alliierten Berlin später aufgeteilt haben und damit auch den Verlauf der Mauer festgelegt haben. Vielleicht nebenbei auch noch interessant, Friedrichshain zur Zeit der Nationalsozialisten als Horst-Wessel-Stadt. Im Rahmen der Planung der Nationalsozialisten, Berlin zu Germania, der Welthauptstadt, auszubauen, war auch geplant, Berlin stark zu erweitern. Besonders im Süden sollten bei Blankenfelde und Marlow große Neubausiedlungen errichtet werden. Stattdessen aber wurde die Innenstadt stark zerstört. Insgesamt etwa 20.000 Opfer durch 450.000 Tonnen alliierter Bomben, 1,5 Millionen Obdachlose, 1 Million gefallene, gefangene oder geflohene Berliner. Was die Bomben übrig gelassen haben, wurde dann in der Schlacht von Berlin verwüstet.
Am Ende war Groß-Berlin zu 25% zerstört, die Innenstadt war zur Hälfte zerstört. Insgesamt bestand Berlin aus einem Trümmerfeld von 28,5 Quadratkilometer mit 75 Millionen Kubikmeter Schutt. Das sind insgesamt tatsächlich allein in Berlin 15% der gesamten Schuttmenge in ganz Deutschland. Anfang 1945 besetzte dann die Sowjetunion ganz Berlin und erst Mitte 1945 zogen die restlichen drei Alliierten in ihre jeweiligen Sektoren ein. Schon im August 1945 wollten die Briten den Flugplatz Gatow erweitern und tauschten dafür mit der Sowjetunion den Westteil des Ortsteils Starken in Spandau gegen den Seeburger Zipfel und ein Gebiet, was vor Gatow gelegen war. Das führte letztendlich dazu, dass es tatsächlich im Westteil der Stadt einen Teil des Ostsektors gab, der vom Bezirk Mitte aus verwaltet wurde. Besonders die Verteilung der Sektoren hat es überhaupt erst praktikabel möglich gemacht, Berlin aufzuteilen. Hier im Vergleich mal Groß-Wien zum etwa gleichen Zeitpunkt und man sieht, dass die Briten über zwei voneinander getrennte Sektoren verfügen. Das ist natürlich denkbar ungünstig, um eine Stadt zu teilen und genauso gibt es im Zentrum einen internationalen Sektor, wo die Besatzung regelmäßig gewechselt hat. Aber das nur am Rande. 1949 wurde dann die DDR gegründet. Und Berlin blieb weiterhin eine gesonderte Einheit, die eigentlich von den Siegermächten gemeinsam verwaltet werden sollte und daher formal niemals Teil der Bundesrepublik oder der DDR war. Jedoch ist es am Ende so, dass sich nur die Westmächte daran gehalten haben und die DDR quasi mit Genehmigung ihrer Besatzungsmacht den Ostteil der Stadt annektiert hat und zu seiner Hauptstadt erklärt hat. In Geburtsurkunden von West-Berlin zum Beispiel steht bei Geburtsland nicht Bundesrepublik Deutschland, sondern einfach nur Berlin. Die DDR, wie gesagt, ignorierte das für ihre Hälfte, bestand allerdings darauf, dass Westberliner niemals durch die Kontrollen kamen mit bundesdeutschen Papieren, sondern sie mussten immer ihre Berliner Papiere dabei haben. Die Berliner Bundestagsabgeordneten hatten zum Beispiel auch kein Stimmrecht im Bundestag und sämtliche Bundesinstitutionen durften auch in Berlin nicht aktiv sein. So gab es zum Beispiel eine gesonderte deutsche Bundespost Berlin und natürlich auch Ableger sämtlicher Banken. Außerdem galt in Berlin, anders als in der Bundesrepublik, nach alliiertem Recht für unerlaubten Waffenbesitz auch die Todesstrafe. Der Platz der Sowjets in der gemeinsamen alliierten Kommandantur blieb symbolisch allerdings frei und es herrschte weiterhin Freizügigkeit in der Stadt. Das ist natürlich optimal für Spionagetätigkeiten, da alliierte Angehörige sich frei in der Stadt bewegen konnten. Da Berlin auch entmilitarisiert sein sollte, gab es beispielsweise später auch Proteste, wenn die NVA Militärparaden im Ostteil durchführte. Und genauso hießen die meisten Botschaften der NATO-Staaten nicht Botschaft in der DDR, sondern Botschaft bei der DDR. Da sich die Lebensbedingungen im Westen wesentlich verbessert hatten im Vergleich zum Osten und sich die SED-Diktatur manifestierte, flohen alleine zwischen 1945 und 1961 3,5 Millionen Menschen und davon tatsächlich 1,6 Millionen durch das Schlupfloch Berlin. Durch die totale Abriegung des eigenen Landes hoffte die SED-Führung, die Bevölkerung von der Flucht abzuhalten. Und so hatte sie bereits 1952 den Bewohnern des Westteils untersagt, das Umland zu betreten und die Grenze abgeriegelt. Allerdings, weil Berlin halt eine gemeinsam verwaltete Stadt war, weiterhin der freie Verkehr innerhalb der Stadt möglich. Zuerst hatte sich die SED überlegt, ganz Berlin zu ummauern, um einfach das Schlupfloch zu schließen, aber mit Genehmigung der Sowjetunion fasste man dann kurzfristig den Entschluss, tatsächlich nur den Westteil zu ummauern, was dann bei einer Nacht- und Nebelaktion 1961 auch geschah. Im weiteren Verlauf sieht man dann auch, dass Weststarken 1961 an den Kreis Nauen abgetreten wurde und damit dieser Teil des Ostens im Westteil der Stadt verschwunden war. Allerdings gehörte der Teil bis 1987 noch telefonisch zu Ost-Berlin. Die grauen Flächen zeigen übrigens das Sperrgebiet, das ja relativ großflächig, besonders in Richtung des heutigen Brandenburgs, seine Ausdehnung gefunden hat und führte natürlich auch dazu, dass die Exklaven, die Teil von West-Berlin waren, sich natürlich super eigneten, um dahin zu fliehen und die DDR natürlich Probleme hatte, so viele kleine Exklaven auch hundertprozentig zu bewachen. Da grundsätzlich die Bezirksgrenzen katastermäßig gezogen waren, waren sie häufig sehr ungeeignet als Staatsgrenzen und deshalb waren beide Seiten daran interessiert, die ein oder andere Sache zu bereinigen.
Die DDR war natürlich daran interessiert, die Exklaven loszuwerden bzw. in ihren Besitz zu bringen, während Westberlin durchaus daran interessiert war, bestimmte bewohnte Exklaven mit der Stadt selbst zu verbinden, wie das in Steinstücken später passiert ist. Insgesamt wurde 1971, 72 und 88 hauptsächlich unbewohnte Exklaven Westberlins ausgetauscht. Meistens gab es dafür natürlich auch eine großzügige finanzielle Kompensation in D-Mark für die DDR. Und es fällt natürlich auf, also die roten Felder zeigen die Gebiete, die die DDR übernommen hat, während die grünen die sind, die West-Berlin erhalten hat. Und es fällt natürlich auf, dass es nur einen einzigen Teil gibt, der innerhalb der Stadt an die DDR gefallen ist, während der Rest sich, wie gesagt, hauptsächlich auf die Exklaven konzentriert. Sowohl im West- als auch im Ostteil wurden im Laufe der Zeit Großsiedlungsprojekte realisiert mit vielen Hochhäusern, zum Beispiel das Märkische Viertel oder Marzahn. Letzteres allerdings war so groß, eine der größten Siedlungen, Neusiedlungen Europas, dass die DDR deswegen entgegen der Vereinbarung der vier Mächte die Bezirksgrenzen angepasst haben. Das könnte man als die zweite Bezirksreform verstehen. Und so wurden 1979 Marzahn, 1984 Hohenschönhausen und 1986 Hellersdorf geschaffen. Nach der Wiedervereinigung kam dann Weststaaken wieder zu Berlin, es wurde wieder eingemeindet und kam zu seinem ursprünglichen Bezirk Spandau zurück. Und es gab allerdings noch weitere kleinere Eingemeindungen. Da das Land Berlin vorher niemals existiert hatte, konnte man im Einigungsvertrag da auch noch einige Sachen machen. Und zwar zum Beispiel haben wir hier Berlin-Arnsfelde. Dort ist der Fall, dass die DDR einfach über die Stadtgrenze hinaus die Hochhäuser gebaut hat, die Plattenbauten, sodass die Stadtgrenze durch Wohnungen verlief. Das hat man dann 1990 halt korrigiert. Genau das Gleiche ist im Falle von Hönow-West passiert. Dort gab es eine Endhaltestelle, und zwar die Endhaltestelle der heutigen U5. Die wurde 1989 fertiggestellt, 1990 dann nach Berlin eingemeindet, sodass tatsächlich Hönow das kurze Privileg hatte, als einziges Dorf Deutschlands zumindest für ein Jahr eine eigene U-Bahn-Haltestelle zu haben. 2001 dann die letzte, dritte, man könnte sagen ahistorische Bezirksreform, die in Wirklichkeit natürlich eher nur eine Zusammenlegung war. Insgesamt kann man erkennen, dass lässt man Weststaaken mal beiseite, es eigentlich nur zwei Großbezirke gibt, die Teile von Ost- bzw. West-Berlin enthalten, nämlich Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg. So, das war ein kleiner Exkurs in die administrative Entwicklung Berlins und kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar innerhalb des Forschungsprojekts, an dem ich gearbeitet habe, haben wir viele interessante Daten über die Mauer aufgenommen. Als eines, das vielleicht doch besonders interessant ist, möchte ich Ihnen etwas über die Türme erzählen. Hier sehen Sie die Verteilung der insgesamt 44 Führungsstellen, und von diesen 44 Führungsstellen aus wurden 124 BT9-Türme, das sind modernere neue Türme, kontrolliert, und 75 BT11-Türme. Diese etwas älteren BT11-Türme wurden ab 1975 durch diese, wie schon gesagt, neueren Türme ausgetauscht, weil sie sehr windanfällig waren. Das heißt, sie kippten auch mal um und waren schwer zu verlassen im Einsatzfall. Insgesamt ist es dann überraschenderweise so, dass tatsächlich der einzige erhaltene von diesen alten Türmen tatsächlich der letzte war, der 89 überhaupt noch in der Innenstadt stand. Und das ist der am Potsdamer Platz. Ansonsten sind nur vier Führungsstellen erhalten. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, aber an der Bernauer Straße steht doch eben genau dieser Turm. Das ist richtig, aber das ist kein Turm der Berliner Mauer. Der wurde von woanders, von einer anderen Stelle her, nach Berlin transportiert. Dazu kommen noch 11, also wir haben 11 gezählt, 11 andere Türme, das sind teilweise versteckte Türme, Türme auf Häusern oder an Bahnstrecken zum Beispiel. Nun kommen wir aber zum eigentlichen Hauptthema, nämlich die Vergleichsfotos. Wir beginnen mal bei der Behmbrücke und haben hier ein Luftbild. Grundsätzlich zu den Luftbildern, die vereinzelt kommen, eine Anmerkung: die roten Linien repräsentieren die Hinterland Sperranlagen in Richtung DDR, während die blauen Linien die Vorderlandsperranlagen, das können sowohl Zäune als auch Mauern sein, in Richtung Westberlins zeigen. Die gelb gepunktete Linie zeigt die Sektorengrenze bzw. die Stadtgrenze. Das ist in manchen Fällen interessant, wie zum Beispiel jetzt speziell hier, da dieses Gebiet, was hier mit einer 3 gekennzeichnet ist, 1988, das ist der einmalige Wechsel eines Innenstadtgebiets zur DDR, das ist genau dieses Gebiet, das ist das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Eberswalder Straße, der heutige Mauerpark. Dann haben wir noch kleine
Quadrate, das sind die Wachtürme. Und wie Sie sehen, sind die auch schon Repräsentanten der Gattung in Häusern bzw. versteckt. Und dazu sehen Sie aber gleich mehr. Die Brücke im Norden ist, wie schon gesagt, die Behmbrücke. Diese hieß allerdings von 1960 bis 1993 Helmut-Just-Brücke nach einem Volkspolizisten, der hier 1952 ermordet wurde und dessen Täter nach West-Berlin entkam. Die Brücke war mehr als 40 Jahre unterbrochen und wurde von 1994 bis 2003 wiederhergestellt. So sieht das Ganze heute aus. Man sieht auch, dass die Ringbahn zwischen Schönhauser Allee und Gesundbrunnen auch wieder fährt. Seit dem 17. September 2001, vielleicht einige Leute haben das vielleicht nicht mitgekriegt, da gab es ein anderes Event kurz vorher, was vielleicht die Nachrichten etwas überlagert hat. Seit 1999 spannt sich außerdem der Schweter Steg, eine Fußgängerbrücke, von der Behmbrücke zur Schweter Straße. Noch als Info, das Auge, was man auf den Bildern jeweils sieht, ist die Blickrichtung der folgenden Vergleichsbilder. Das hier ist die Schweter Straße, zu der Zeit damals Todesstreifen. Und hier oben gibt es einen Turm, der zur Überwachung des Gleisbettes dient. Und hier oben gibt es nochmal integriert einen anderen, der diesen Bereich abdeckt. Heute sieht es natürlich wesentlich freundlicher aus und man erkennt unter anderem auch den Steg. Die jeweiligen Vorrichtungen sind natürlich trotzdem noch enthalten, aber natürlich nicht mehr in Funktion. Als nächstes zum, wie schon gesagt, zum Mauerpark. Da gibt es unter anderem das Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion bzw. den Sportpark und an dessen Hang zog sich der Todesstreifen entlang. Bis zu einer Stelle, wo sich Mitte, Prenzlauer Berg und Gesundbrunnen trafen. Und wie gesagt, 1988 wurde das Gelände ausgetauscht, unter anderem, weil das hier halt ein Hang war und das sehr schlecht war, um das kontrolliert zu überwachen. Heute bildet der ehemalige Mauerstreifen zusammen mit dem ehemaligen Bahnhofsgelände den Mauerpark. Eigentlich beruhte aber die Finanzierung des Mauerparks darauf, dass auch der in Wedding gelegene Teil dieses Mauerparks sein soll. Bisher ist das Problem nicht gelöst und wenn es ganz schlimm kommt, müsste Berlin dann die Förderung der Allianz Umweltstiftung zurückzahlen. Wie gesagt, hier sieht man dann auch den Hang, sehr unpraktisch. Die DDR hat es aber leider nicht geschafft, das Gebiet, was es 1988 getauscht hat, auch in Besitz zu nehmen, denn das befindet sich immer noch hinter dieser Mauer. Heute befindet sich hier natürlich, wie gesagt, der Mauerpark und eine Hundeauslaufstelle. Die nächste Stelle ist natürlich eine der bekanntesten, das ist die Bernauer Straße. Und der Bürgersteig an der Bernauer Straße lag im Westsektor. Die Häuser, die damals dort standen, standen aber im Osten, sodass die Leute, unter anderem zum Beispiel Ida Siegmann, die versuchte, aus dem Haus quasi in den Westen zu springen, dabei auch tödlich verunglückte. Und die DDR konnte das natürlich nicht im Rahmen ihrer Sicherungsmaßnahmen tolerieren und hat deshalb bis 1963 alle Gebäude abgerissen und unter anderem auch den U-Bahnhof zugemauert. Ganz interessant in dem Zusammenhang ist, dass mit 2 und 1 markiert der Eingang im Osten bzw. Ausgang dann im Westen des sogenannten Tunnels 57 markiert sind. Und zwar entkam 1964 durch diesen Tunnel, der längste Berliner Fluchttunnel war mit 145 Metern, insgesamt halt 57 Menschen. Bei dem Versuch, diese aufzuhalten, wurde der 21-jährige Grenzsoldat Egon Schulz erschossen, versehentlich von einem Kameraden und wurde in der DDR zum Helden erklärt, da er durch feindliche Spione ums Leben gekommen war. Wie man sieht, heißt die Straße auch nach ihm Egon-Schulz-Straße. Heute heißt die Straße wieder Strelitzer Straße und alles ist mehr oder weniger wieder miteinander verbunden. Die Fläche ist allerdings freigehalten, denn hier soll eine Erweiterung der Gedenkstätte Berliner Mauer gebaut werden. Hier sieht man es auch nochmal. Der Gehweg dahinter ist halt schon West-Berlin. Die Gebäude, die hier standen, wurden abgerissen. Und es ist eine der wenigen Stellen, die halt unbebaut bleibt, außer dass man versucht, diese Lücken unter anderem zu schließen. Für mich auch interessant aus familiären Gründen die Friedhöfe an der Liesenstraße. Die Friedhöfe, die 4 Friedhöfe an der Liesenstraße gehörten zu Gemeinden in Mitte. Durch die Mauer wurde nicht nur der nördliche Friedhof, das ist der Friedhof Dorotheenstadt 2, von seiner Gemeinde getrennt, auch die beiden Friedhöfe als 3 und 4 gekennzeichnet. Und zwar ist das der alte Domfriedhof St. Hedwig und Friedhof 2 der französisch reformierten Gemeinde von
ihrem Zugang getrennt, denn der Zugang verfolgte eigentlich über diese Straße, die war aber nun natürlich in West-Berlin und hier wurden sämtliche Gräber entfernt und der Todesstreifen geschaffen. Der Zugang war nur mit Sondergenehmigung über die Wöhlerstraße möglich. Heute ist das natürlich nicht mehr möglich, aber der ehemalige Todesstreifen ist weiterhin nicht vom Friedhof genutzt, sondern lediglich als Durchgang in Verwendung. Die Liesenbrücke im Hintergrund wurde 1896 gebaut und seit 1957 ist allerdings nur noch die westliche Brücke mit der S2 damals in Betrieb. Die S2 konnte ausschließlich von Westberlinern genutzt werden und hielt bei der Durchfahrt nur an der Friedrichstraße. Heute fahren dort wieder die S1 und die S25 zwischen Nordbahnhof und Humboldthain und wie schon gesagt, die Friedhöfe können wieder über ihren normalen Eingang betreten werden. Der nächste Punkt ist das Kapelleufer, unweit des Reichstags. Und man erkennt auch hier mit 1 markiert die Stadtbahntrasse, auf der ab Friedrichstraße S-Bahnen nach West-Berlin fuhren. Und hier zwischen dem Ufer der Spree und der Stadtbahn befand sich auch ein sehr breiter Mauerstreifen. Die 1972 abgerissene Kronprinzenbrücke kann man hier noch nicht erkennen, aber hier ist sie wieder da. Und zusätzlich kann man auch sehen, dass als symbolische Verbindung zwischen Ost und West zwischen 2001 und 2003 die Bundestagsgebäude Paul-Löbe-Haus und Marie-Elisabeth-Lüders-Haus errichtet wurden. Es gibt zudem noch ein Mahnmal innerhalb des Lüders-Hauses, eben genau an der Stelle, wo die Mauer eigentlich das Haus durchquert hat. Am Horizont sieht man hier von dieser Position aus schon den Reichstag. Allerdings, wenn Sie heute an der gleichen Stelle stehen, werden Sie kaum glauben, dass Sie tatsächlich an der gleichen Stelle stehen, denn da hat sich doch einiges getan. Jetzt sind wir noch ein Stück näher am Reichstag, und zwar in der Ebertstraße. Entlang der Ebertstraße verlief der Mauerstreifen direkt an der Fassade des 1894 erbauten Reichstags. Und der war bis 1933 Sitz des deutschen Parlamentes. Gegenüberliegend im Reichspräsidentenpalais war dann nach der Teilung Sitz des deutschen VEB deutsche Schallplatten untergebracht. Heute befindet sich zwischen den beiden Gebäuden wieder der Friedrich-Ebert-Platz und das Palais ist seit 1999 Sitz der deutschen parlamentarischen Gesellschaft als integrierter Teil in das bis 2002 erbaute Gebäudeensembles des Jakob-Kaiser-Hauses. Man sieht natürlich, hier im Süden kommt dann auch das Brandenburger Tor. Aber zunächst noch einmal die Perspektive auf den Reichstag. Der Reichstag wurde durch den Reichstagsbrand und den Krieg natürlich stark beschädigt und wurde erst 1973 instand gesetzt. Allerdings durften schon ab 1971 keine Plenarsitzungen des Parlaments der Bundesrepublik mehr in West-Berlin stattfinden. 1995 wurde das Gebäude vom Künstlerpaar Christo und Jean-Claude mit silberglänzendem Gewebe verhüllt, daran werden Sie sich sicher noch erinnern, und die 1954 gesprengte Kuppel 1999 in moderner Form wieder aufgebaut. Seit diesem Jahr ist der Reichstag auch wieder Sitz des deutschen Parlaments. Jetzt natürlich ein Schmankerl, das Brandenburger Tor. Und hier ein Foto vom Dach des Brandenburger Tores. Zwischen dem entkuppelten Reichstag und dem Brandenburger Tor liegt, wie schon gesagt, die Ebertstraße. Links daneben sieht man die Anfänge des Tiergartens und rechts einen Turm, der die große Freifläche überwacht. Die große Freifläche nördlich des Brandenburger Tores wurde im Zuge der Wiederherstellung des Pariser Platzes natürlich neu bebaut. Direkt an das Tor angrenzt das Max-Liebermann-Haus und dahinter sieht man das 1998 errichtete Palais am Pariser Platz. Vor dem Reichstag kreuzen sich seit der Wiedervereinigung auch wieder die Dorotheen- und die Ebertstraße. Nun mal ein Blick nach Westen. Die Straße des 17. Junis, gewidmet dem Volksaufstand in der DDR 1953, führt vom Brandenburger Tor durch den Großen Tiergarten. Der Name war allerdings der DDR natürlich überhaupt nicht genehm, sodass der Name Straße des 17. Junis auf keinem DDR-Stadtplan gedruckt werden durfte und trotz akutem Papiermangels ganze Auflagen, wenn es doch mal versehentlich angezeigt wurde, musste eingestampft werden. Man kann hier unten auch die Hochstände erkennen, von denen aus man in den Osten schauen konnte und von dort aus forderte Reagan 1987 Gorbatschow auch auf, das Tor zu öffnen und die Mauer niederzureißen. Vielleicht haben Sie mal die Wiedervereinigungsfeiern oder den Mauerfall gesehen, dann werden Sie sehen, dass hier sehr viele Leute auf dieser Mauer sitzen und das ist auch nur möglich, weil diese Mauer an der Stelle tatsächlich 3 Meter breit ist. Das ist natürlich ein sehr starker Durchbruchschutz
weil sich auf der anderen Seite, wozu wir noch gleich kommen, ein normaler Zaun befand. Der Platz vor dem Brandenburger Tor heißt seit 2000 in Anlehnung an die Märzrevolution von 1848 und der ersten freien Volkskammerwahlen in der DDR 1990 Platz des 18. März. Bis zur Mitte der 70er Jahre hatte die DDR alle nach dem Krieg verbliebenen Gebäude zwischen Pariser Platz und Potsdamer Platz abgerissen. Die freie Fläche am Pariser Platz südlich des Brandenburger Tores wurde 2008 mit der US-Botschaft wiederbebaut. Dahinter befindet sich heute das Mahnmal der ermordeten Juden Europas. Im Hintergrund erkennt man auch den 1993 bis 2004 neu errichteten Potsdamer Platz. Dazu eine Anekdote. Der Hausmeister des Brandenburger Tores sagte zu mir extra, oh, das Dach der Botschaft dürfen Sie auf keinen Fall zeigen, das ist streng geheim. Dann habe ich bei der Botschaft nachgefragt und die haben gesagt, überhaupt kein Problem, Google Earth, Google Maps, da ist das Dach sowieso drin. Während der Teilung war der Pariser Platz Teil des Todesstreifens, wie gesagt, gesichert nur durch einen Zaun, den man hier hinten sieht. Der Platz verfügte über keine Gebäude mehr und der Blick zeigt unter anderem unter den Linden am Horizont das Rote Rathaus, den Fernsehturm und das Internationale Handelszentrum. Nach der Wiedervereinigung wurde von 1995 bis 2008 der Pariser Platz sukzessive wiederhergestellt. Die französische Botschaft, die britische und amerikanische, die man jetzt im Bild nicht sieht, die liegen auf der rechten Seite, entstanden neu. Und an der Kreuzung mit der Wilhelmstraße wurde das Hotel Adlon sowie die Akademie der Künste wieder aufgebaut. Der nächste Platz ist dann auch der Potsdamer Platz. Im Krieg wurden viele Gebäude am einst verkehrsreichsten Platz Europas stark beschädigt und 1961 wegen des Baus der Mauer zusammen mit dem Leipziger Platz vollkommen abgerissen. Man erkennt allerdings auch 1989 noch das Oktagon des Leipziger Platzes. Und übrig geblieben vom Potsdamer Platz zu der Zeit sind lediglich der Kaisersaal aus dem 1945 zerstörten Hotel Esplanad und das Weinhaus Hut. Ganz interessantes Detail an der Stelle, wenn Sie sich vielleicht wundern, was ist das für eine komische Bahnlinie hier? Interessanterweise verkehrte tatsächlich 1984 bis 1991 an dieser Stelle die M-Bahn als quasi mögliche Nachfolge der S-Bahn konzipiert, eine Magnetschwebebahn. Interessant ist auch das Linné-Dreieck, das Sie hier oben sehen. Dazu gibt es auch eine Anekdote, und zwar hatte die DDR aus Effektivitätsgründen dieses dreieckige Gelände am Potsdamer Platz ausgespart und die Mauer einfach quer durchgezogen. Damit lag es von Osten aus unerreichbar hinter der Mauer, war von Westen her nur durch provisorische Zäune gesichert. Da es aber offiziell zu Ostberlin gehörte, hatte die Westberliner Polizei dort keine Befugnisse. Und das führte dazu, dass 1988 linksalternative Berliner dieses Gelände besetzten, eine Wagenburg errichteten und Hanf anbauten. Wie schon gesagt, letzter Gebietstausch zwischen Ost und West war 1988 und West-Berlin gelangte dann auch in den Besitz dieses Dreiecks und begann das ganze Gelände mit der Polizei zu räumen. Insgesamt sind dabei 190 der Besetzer interessanterweise über die Mauer nach Osten geflohen und später dann über die normalen Grenzübergänge zurückgekehrt. Diese Fläche spielt aber interessanterweise bis heute weiterhin eine Rolle, und zwar ist auf diesem Gelände seit dem Wiederaufbau des Potsdamer Platzes steht dort verschiedene Bürogebäude. Die Fassade dieser Bürogebäude ist wenige Meter an manchen Stellen im Beitrittsgebiet in den neuen Bundesländern. Und das führte dann dazu, dass das Sozialgericht 2010 festgelegt hat, dass ein ehemaliger Manager, der geklagt hatte, weil er Arbeitslosengeld nur nach dem 200 Euro niedrigeren Satz der neuen Bundesländer beziehen kann, sich tatsächlich mit dem Satz der neuen Bundesländer zufrieden geben muss und deshalb nur 4.550 Euro ALG 1 im Monat kriegen kann. Wie schon erwähnt, das Weinhaus Hut hier von 1912, der Kaisersaal von 1908. Heute befindet sich der Kaisersaal im Sony Center und wurde auch verschoben. Das ganze Gebäude wurde aus den Angeln gehoben und in das neue Sony Center verschoben, kann dort auch besichtigt werden heute. Das Weinhaus Hut ist nun vollständig eingebaut in das neue Gebäudeensemble am Potsdamer Platz. Der Checkpoint Charlie, den dürften Sie ja alle kennen, allerdings habe ich mich für ein etwas ungewöhnlicheres Foto des Checkpoint Charlies entschieden, als das für Touristen normalerweise interessant ist. Und zwar an der Stelle, an der diese überdachte Fahrzeugabfertigung des Grenzübergangs steht, stand bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg unter anderem das Haus, in dem der Fleischer Benjamin Löwenthal 1889 die Bockwurst erfand. Ist ja auch ganz interessant. 1997 wurde dann dort das Philip-Johnson-Haus errichtet.
Die nächste Stelle, die wir uns angucken, ist die Sebastianstraße. Und wie an anderen Berliner Innenstadtstraßen war auch die Sebastianstraße 1961 bis 89 von der Mauer durchschnitten. Die gesamte Straße inklusive des Bürgersteigs gehörten jedoch eigentlich zum sowjetischen Sektor. Aber da die Leute ja in ihre Häuser mussten, hat die DDR die Mauer so weit von der Fassade entfernt aufgebaut, etwa 4 Meter, dass die Hausnummern 81 bis 87 weiter in ihre Häuser betreten konnten. Heute weist bis auf den 2008 durch eine doppelte Pflastersteinreihe markierten Verlauf dieser Vorderlandmauer nichts mehr auf die 28 Jahre Teilung. Kommen wir zum Engelbecken. 1852 bis 1926 waren Spree- und Landwehrkanal durch den Luise-Städtischen Kanal verbunden. Man sieht 1989 noch die Reste. Der ging hier lang, hier folgt das Engelbecken und setzte sich dann hier fort. 1932 wurde dieser Kanal allerdings in eine Grünanlage verwandelt, nur das Engelbecken blieb als Bassin erhalten. 1961 wurde das nun zum Todesstreifen gehörende Becken verfüllt und planiert und erst 1991 bis 2008 wurde die Grünanlage samt Engelbecken wiederhergestellt. Ähnliche Situation wie in der Sebastianstraße. Die Bewohner dieses Gebäudes hätten eigentlich keinen Zugang, da die Sektorengrenze genau an der Fassade des Gebäudes verläuft. Aber auch hier hat die DDR etwas Platz gelassen, um eben den Leuten zu gestatten, ihre Häuser wieder zu betreten. Heute sieht man an der Stelle natürlich das Engelbecken und die gegenüberliegende Bebauung, die neu errichtet wurde. Die allseits bekannte Eastside Gallery haben wir natürlich auch im Programm. Und zwar sehen Sie hier im Hintergrund den Speicher und vielleicht ganz interessant, da oben wieder ein Beispiel für einen auf einem Gebäude angebrachten Wachturm. Im Hintergrund sieht man unter anderem dann auch die Oberbaumbrücke. Im Rahmen des Projekts Media Spree soll entlang eines Teils dieses Spreeufers Medienunternehmen angesiedelt werden und Bürogebäude, Hotels und so weiter errichtet werden. In diesem Zusammenhang wurde unter anderem 2003 der gewaltige Ostgüterbahnhof abgerissen und die O2 World errichtet. Und 2009 wurden hinter der Eastside Gallery der Eastside Park und der dazugehörige Boat Landing Plaza errichtet. Die Oberbaumbrücke an sich ist ja Teil des Wappens Friedrichshains gewesen und seit der Bezirksreform 2001 auch im Wappen von Kreuzberg, da sie ja beide das gleiche Wappen haben, und zudem auch das einzige Bindeglied der beiden Bezirke über die Spree. Die Türme, die hier eigentlich drauf sein müssten, wurden 1961 abgerissen und das U-Bahn-Viadukt stillgelegt. Hier verkehrte seit 1902 Berlins erste U-Bahn-Linie, die an der Warschauer Straße endete. Ab 1972 diente die Brücke dann nur noch als Fußgängergrenzübergang. Gut zu erkennen ist die gelungene Wiederherstellung der Brücke 1995. Seitdem kann auch die U-Bahn-Linie 1 wieder über das Viadukt bis zum U-Bahnhof Warschauer Straße fahren. In das bis 1989 durch die Mauer verdeckte frühere Eierkühlhaus zog 2002 die Deutschlandzentrale von Universal Music. Kommen wir zur Autobahn 113. Eine Autobahn vom Rand der Stadt bis ins Zentrum zu bauen, ist normalerweise ungeheuer kompliziert und eigentlich fast kaum zu realisieren. Anders bei der A113, die DDR hat den Geländestreifen entlang des Teltowkanals dankenswerterweise freigehalten, sodass hier 2005 die A113 fertiggestellt werden konnte, die nun von der Stadtautobahn in Neukölln abzweigend auf dem ehemaligen Todesstreifen bis zum Stadtrand und weiter zum Flughafen Berlin-Brandenburg verläuft. Jetzt sind wir schon an der Grenze zwischen Berlin und Brandenburg, und zwar Waltersdorfer Chaussee. Und zwar erkennt man hier den letzten Schlagbaum auf DDR-Seite, im Hintergrund die Kontrollstelle in West-Berlin. Einen halben Kilometer davor, auf östlicher Seite, lag allerdings ein wesentlich größerer Kontrollpunkt, der auch mehrere Durchbruchssicherungen hatte. Der Übergang an sich war allerdings ausschließlich für West-Berliner und Ausländer konzipiert, die mit einem Transferbus zum Flughafen Schönefeld gebracht wurden. Heute befindet sich an der gleichen Stelle nur ein Ponyhof, ansonsten ist die Fläche weiterhin brachliegend. Kirchhainer Damm, Teil der B96, ein Grenzübergang, den heute kaum jemand kennt und das tatsächlich auch mit Recht, denn der wurde erst 1977 eröffnet und war ausschließlich für Müllfahrzeuge der Stadt, Reinigungsbetriebe von West-Berlin sowie Pkw-Dienstfahrten zur Müllkippe in Schöneiche. Aufgrund der Insellage und der Devisennot der DDR konnte West-Berlin Müll sehr günstig auf den Deponien im Umland entsorgen.
da unter anderem die Entsorgung einer Tonne Sondermüll um die Hälfte bis 26 Mal günstiger war als in der Bundesrepublik, exportierte man rund 5 Millionen Tonnen giftigen Müll jährlich in die DDR. Heute, wie gesagt, eher eindeutig Bundesstraße und seit dem Jahr 2009 existiert hier auch ein 20 Jahre Mauerfalldenkmal. Die Paul-Gerhardt-Straße in Teltow ist auch sehr interessant, denn wer immer der Besitzer dieses Hauses war, er wurde außergewöhnlich rücksichtsvoll behandelt. In der Bernauer Straße hat man ganze Häuserzüge abgerissen, aber hier an dieser Stelle wurde die Mauer einfach um das Haus herumgeführt und da muss schon jemand wahrscheinlich sehr gute Kontakte gehabt haben. Man beachte auch die Panzersperren, die wurden im Laufe der Jahre immer weiter reduziert entlang des Mauerstreifens um West-Berlin und hier sieht man auch nochmal einen alten Typ des Wachturms BT-11. Heute ist dieser ehemalige Kolonnenweg in diesem Bereich Teil des Herzwanderweges und des rund 160 Kilometer langen Mauerwegs, sowie 2001 auch Teil des Bundesgartenschauweges. Der Teerofendamm in Dreilinden ist auch interessant, denn hier gibt es tatsächlich noch mehr Panzersperren. Es ist eines der letzten Gebiete mit wirklich sehr vielen Panzersperren. Und das zeigt eigentlich ganz gut, wie sehr selbst in diesem schon eigentlich also das ist alles schon Sperrgebiet, wie stark doch bis dahin die Sicherungsmaßnahmen waren. Heute ist die Gegend ein ruhiges Einfamilienhausgebiet in der Nähe des Europark Dreilinden mit sehr vielen Bewohnern aus Süddeutschland. Im Umfeld gibt es allerdings noch sehr interessante Reste von Infrastrukturen, die durch die Mauer unbrauchbar wurden. Dazu komme ich aber nachher nochmal. Als nächstes besuchen wir die Grenze zwischen Steinstücken und Babelsberg, die Rote Kreuzstraße. Die Exklave Steinstücken entstand 1787 und gehörte, wie ich Ihnen ja vorhin gezeigt hatte, seit 1920 zu Berlin. 1951 versuchte die DDR, das Westberliner Gebiet zu besetzen, was allerdings die USA tatsächlich auch militärisch verhinderten. Beim Mauerbau 1961, wie schon gesagt, Problem der Exklaven, flüchteten genau in diese Exklave alleine mehr als 20 Grenzsoldaten der DDR. Daraufhin hat man diese Exklave komplett ummauert und war nur noch auf dem Luftweg zu erreichen. Dazu wurde ein Hubschrauberlandeplatz angelegt, der hier mit 4 gekennzeichnet ist. 1972 wurde im Rahmen des auch schon erwähnten Gebietsaustausches die Exklave über einen Korridor mit West-Berlin verbunden, hier mit 3 markiert, das ist die Bernhard-Beyer-Straße und ein Teil der Stahnsdorfer Straße kam dazu. Kurios ist an dieser Sache allerdings, dass die Brücke, die Stahnsdorfer Straßenbrücke, dass sie oberhalb zu West-Berlin gehörte, unterhalb aber weiterhin zur DDR gehörte. Die Gleisanlagen und so weiter wurden ja von der DDR-Reichsbahn betrieben und blieben weiterhin in Besitz der DDR. Wenn Sie irgendwann mal Zeit haben, können Sie einfach mal in Karten gucken. Da gibt es immer noch recht widersprüchliche Darstellungen, auch in Google Maps. Können Sie einfach mal gucken, ob die Oberseite der Brücke als zu Brandenburg oder zu Berlin gehörend eingezeichnet ist. Die Rote Kreuzstraße an sich war während der Teilung ein sehr schmaler Todesstreifen mit Hundelaufanlage. Die Anwohner auf der linken Seite im Osten waren, wie viele andere, auch gezwungen, über Hilfsstraßen auf ihre Grundstücke zu gelangen. Heute ist das allerdings nicht mehr nötig und das einzig Besondere ist maximal noch, dass die Straße und die Grundstücke in Brandenburg liegen, während hier das Land Berlin anfängt. Auch in den Medien das Thema Griebnitzsee, wer es verfolgt hat. Und zwar entstanden 1900 entlang des Griebnitzsees viele Villen, und zwar die Villensiedlung Neubabelsberg. Und während der Potsdamer Konferenz wurden hier zum Beispiel von Truman, Stalin und Churchill die Entscheidungen über Deutschland und über den Atombombenabwurf auf Nagasaki getroffen. 1961 wurden die Ufergrundstücke enteignet und zum Mauerstreifen, wie Sie sehen. Und darum dreht es sich ja auch im aktuellen Uferstreit, der, glaube ich, sich aber seinem Ende nähert. Denn die Anwohner wollen natürlich ihre Grundstücke möglichst wieder bis zum Wasser erweitern. Die Stadt möchte hier aber einen öffentlich zugänglichen Uferweg erhalten. Und im Bild zu sehen ist, wie die Anwohner diesen öffentlichen Uferweg auf ihrem Privatgelände mit einem Zaun blockiert haben. Die Wannseestraße in Babelsberg hat auch etwas Ungewöhnliches, und zwar der 66 Meter hohe Böttcherberg in West-Berlin ist hier an dieser Stelle von 3 Seiten umgeben von der DDR. Und an dieser Stelle laufen die beiden Mauern so dicht
nebeneinander, aneinander vorbei quasi, dass kein Platz war für einen zweiten Kolonnenweg. Daher musste dieser Kolonnenweg über eine öffentliche Straße geführt werden. Und so wurden die Wannseestraße und am Waldrand zum Todesstreifen. Diese Häuser waren damals wahrscheinlich sehr schwer zu erreichen und sind aber heute ganz normal über die Straße am Waldrand zu erreichen. Das einzig Ungewöhnliche ist dabei natürlich, dass die Leute, die hier wohnen, Steuern und Müllabfuhr und so weiter, alles was dazugehört, im Land Berlin zahlen, während die nächsten Hausnummern im Land Brandenburg beheimatet sind. Hier sehen Sie dann auch, wie gesagt, das Tor, das aufgrund des Platzmangels den Todesstreifen abtrennt, weil die Patrouillen über die normale Straße geführt werden mussten und dann erst ab dem Tor wieder in einem gesonderten Todesstreifen geführt werden konnten. Heute ist das natürlich alles verschwunden und die Anwohner können wieder ganz normal ihre Häuser erreichen. Die Glienicker Brücke in Potsdam ist natürlich wohl bekannt. Brücke trennte Potsdam in der DDR von West-Berlin. Interessanterweise nannte die DDR die Brücke ab 1949 Brücke der Einheit. Sie durfte allerdings nur von alliierten Militärs und Diplomaten überquert werden. Berühmtheit erlangte sie als Agentenbrücke, denn hier wurden zwischen 1962 und 1986, soweit bekannt, 40 Personen zwischen dem KGB und dem Westen ausgetauscht. Ein etwas abgelegeneres, aber auch sehr faszinierendes Stück Land ist das Gebiet in der Nähe der Sacroer Lanke, und zwar befindet sich hier das Medehorn. Das ist hier nicht ganz zu sehen, das ist eine Halbinsel bei Sacro nördlich von Potsdam, und 200 Meter südlich dieser Landspitze befindet sich das Krughorn in West-Berlin. Aus Sicherheitsgründen durften nur Stasi und Grenzoffiziere die Kleingartenanlage, als 5 gekennzeichnet, benutzen und waren eigentlich komplett isoliert von den restlichen Bewohnern in Sacro, da die Anlage auch komplett ummauert war und nur über den Todesstreifen erreichbar war. Das half allerdings alles tatsächlich nichts, denn trotz der speziell ausgewählten Gruppe von Kleingärtnern flüchtete im Winter der Sohn eines Stasi-Offiziers über die zugefrorene Havel nach West-Berlin, und daraufhin durften auch die Stasi-Mitarbeiter nur noch zwischen Frühjahr und Herbst ihre Kleingärten verwenden. Das Schloss Sacro wurde während der DDR-Zeit von der DDR-Zollbehörde verwendet, wurde davor natürlich erbaut, 1773, und der Schlosspark diente als Trainingsanlage für die Spurhunde. Etwas nördlich dieser Anlage, östlich des Schlosses, befand sich ein heute nicht mehr existierender Patrouillensteg, genau über diese Sacroer Lanke. Und wie man erkennt, ist das Gebiet an sich heute auch kaum noch zugänglich, weil es komplett überwuchert ist. Lediglich die metallenen Pfosten dieses Patrouillenweges stehen noch mitten im Wald, im Sumpf sozusagen. Der Grenzübergang Heerstraße im berühmt-berüchtigten Weststaaken war auch etwas ganz Besonderes. Hier interessant ein kleiner Gebietsaustausch, und zwar hat Spandau bereits 1988 einen sehr kleinen 4 Meter breiten Teil von Weststaaken wiedergekriegt. Der Grenzübergang ist heute komplett verschwunden und an der Stelle gibt es heute nur einen Lebensmitteldiscounter. Dieser Grenzübergang war einer der wenigen, beziehungsweise der einzige, von dem aus man bis 1982 auch ohne ein Motorfahrzeug den Transit in Richtung Bundesrepublik antreten konnte. Allerdings musste man als Fahrradfahrer die 220 Kilometer lange Strecke von Sonnenauf- bis Untergang bewältigt haben. Heute gibt es an der Stelle tatsächlich nichts, da ist nur eine Wiese. Die Hennigsdorfer Spitze ist ebenfalls eine Grenzübergangsstelle, allerdings nur für den Wechsel- und den Transitverkehr auf dem Havel-Oder-Wassersystem nach West-Berlin. Hier wurden hauptsächlich polnische Schiffe beladen mit Baustoffen abgefertigt. Sie wurde, diese Übergangsstelle, südlich des 1953 erbauten Havelkanals errichtet, und der Kanal an sich wurde auch nur errichtet, um West-Berlin herumschiffen zu können. Das Ganze wurde gesichert von Schwimmbarrieren und einer Insel, und weil die Insel alleine nicht ausreichte, hat man hier unter anderem auch Lastkähne versenkt, die dann als Barrikade dienten. Die Landzunge wurde 2008 teilweise entfernt, um den neu entstandenen Yachthäfen ist unter anderem zu gestatten, einfacher um diese Kurve zu fahren. An der alten Stelle dieses Übergangs würde man heute deshalb nasse Füße kriegen, deshalb steht das Vergleichsfoto etwas weiter hinten. Der Aushub dieser Spitze wurde in die Innenstadt transportiert und wurde dort als Auftriebssicherung beim Abriss des Palastes der Republik verwendet. Die Oranienburger Chaussee, das andere Ende der B96, wurde auch zum
Todesstreifen. 1952 hat die DDR die Oranienburger Chaussee gesperrt und dort die Mauer errichtet. Südlich dieser Aufnahmeposition befindet sich der Entenschnabel. Das ist ein sehr schmales und langes Gebiet, das nach Berlin hereinragt. Dieser schmale Streifen war bewohnt und konnte deshalb nicht von West-Berlin erworben werden. Aber natürlich durften dort auch nur ausgewählte Leute leben, denn der Todesstreifen war quasi da nur teilweise 3 Meter breit. Heute ist die Oranienburger Chaussee als Bundesstraße 96 wieder ganz normal befahrbar. Ja, ich hoffe, soweit hat Ihnen der Vortrag erstmal gefallen. Falls Ihnen einige Bilder nicht lange genug gestanden haben oder Sie sich gefragt haben, was die ganzen anderen Zahlen in den Luftbildern bedeuten, kann ich Ihnen natürlich nur dieses Buch empfehlen, die Berliner Mauer, Spuren einer verschwundenen Grenze. Da finden Sie dann natürlich auch wesentlich mehr Vergleichsbilder und es ist ja auch bald Weihnachten. Aber bevor wir zum Ende kommen, noch ein kleiner Exkurs für alle, die auch mal gerne an der frischen Luft unterwegs sind und vielleicht auch hier und da mal sich ein wenig als Entdecker betätigen wollen, das Thema Verkehrsarchäologie. Und zwar das wirklich interessante Gebiet ist erstaunlicherweise nicht an der Bernauer Straße, nicht am Brandenburger Tor, sondern im Südwesten der Stadt. Bei Dreilinden um das Gebiet Düppel herum, 1928 eingemeindet, können Sie eine Menge interessanter Berliner Baugeschichte entdecken. Und da konzentriert sich wirklich sehr viel. Wie Sie hier sehen, ist das hier die A115. Hier diese bunten Linien repräsentieren unter anderem Teile des Forschungsergebnisses. Das sind die von uns digitalisierten Grenzanlagen der Berliner Mauer. Und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit einmal auf diese Schneise hier im Wald lenken und auf diese Brücke hier im Norden. Wenn man jetzt zu 1989 geht, erkennt man die Schneise sogar noch besser und auch die Brücke ist natürlich noch vorhanden und es führt sogar ein Stück asphaltierte Straße weiter nach Norden. Gehen wir noch weiter zurück, werden wir noch Interessanteres finden. Eins sollte man allerdings wissen, dieser Streifen ist der Albrechts-Teerofen, ein 150 Meter breiter Streifen West-Berlins. Nördlich davon, hinter dem Teltow-Kanal, kommt wieder DDR-Gebiet. Und wenn wir ganz weit zurückgehen, sehen wir, dass die ursprüngliche A115 über diesen 150 Meter langen Streifen führte. Hier gibt es eine Raststätte und einen Grenzkontrollpunkt. Und die Brücke im Norden, das ist die Kremnitzbrücke, die war Teil der Einordnungsstruktur für diesen Grenzübergang. Die DDR hatte nämlich nun folgendes Problem. Nachdem man also durch DDR-Gebiet gefahren ist, hier kontrolliert wurde, verließ man plötzlich West-Berlin wieder und war für etwa 3 Kilometer wieder in DDR-Gebiet, bevor man dann auf die AWUS und auf die Stadtautobahn kam. Und das war natürlich sehr problematisch und unschön für die Grenzkontrolle. Und so entschied man sich dann 1969, den Verlauf der A115 zu ändern und dahin zu verlegen, wo die Autobahn heute langläuft und wo auch heute der Grenzübergang Dreilinden zu finden ist, der sogenannte Checkpoint Bravo. Die Brücke, wie gesagt, ist erhalten, sogar die Markierungen finden Sie noch. Allerdings ist auf der einen und auf der anderen Seite der Brücke heute einfach Wald. Trotzdem sehr interessant, auch die Raststätte in Albrechts-Teerofen ist noch erhalten. Nördlich von diesem Gelände, der Kremnitzbrücke, werden Sie 2 Unterführungen erkennen. Einmal hier und einmal hier. Diese Brücke diente als Überführung der ältesten preußischen Bahnstrecke, und zwar der Stammbahn nach Magdeburg über die A115. Die alte A115 verlief hier und wurde hier durch die Bahn gequert. Die Bahnstrecke an sich wurde aber Todesstreifen und damit gibt es weder heute die Autobahn noch die Bahnüberführung, beziehungsweise die Bahn natürlich nicht mehr. Das Gleiche, die ist auch mit der von 1913 bis 1961 errichteten Eisenbahnstrecke, beziehungsweise S-Bahnstrecke zum Südwestkirchfriedhof bei Stahnsdorf. Die Strecke zweigte bei Wannsee ab und führte zum zweitgrößten Friedhof Deutschlands, der übrigens während der Teilung von West-Berlin aus auch verwaltet wurde. Wie gesagt, gehen wir noch weiter zurück, finden wir auch diese Brücke, eine Verlängerung des Teerofen-Damms, und finden auch hier noch den ehemaligen Bahnhof, der Bahnhof Dreilinden, der zum S-Bahnhof Stahnsdorf führte. Wenn Sie sich jetzt vielleicht mal ab und zu gefragt haben, wenn Sie zum Beispiel so eine Sendung wie Cobra 11 gucken, wo kriegen die Autobahnabschnitte her, auf denen die ihre Serien drehen können? Unter anderem wurde eben genau auf diesem stillgelegten Abschnitt der A115
Folgen von Cobra 11 gedreht. Die Überführung, wie gesagt, ist noch erhalten. Sogar der Schotter des Gleisbettes auf der Brücke ist noch in gutem Zustand. Beim nächsten Bild handelt es sich um, wie die Überschrift schon sagt, um den S-Bahnhof Zehlendorf Süd. Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie sich vielleicht fragen, warum diese Laternen hier scheinbar Bäume beleuchten. Und das liegt einfach daran, dass dieser Abschnitt dieser preußischen Stammbahn, der war bis 1980 noch befahren. Und der Bahnhof, den Sie hier sehen, wurde 1972 gebaut, und zwar tatsächlich von der DDR-Reichsbahn. Und zwar ist das der erste und einzige Bahnhof, der jemals in West-Berlin von der DDR-Reichsbahn gebaut wurde, weil die Bahn hauptsächlich von West-Berlinern boykottiert wurde. Und man hoffte hier eben, das Fahrgastaufkommen besser erschließen zu können. Allerdings wurde die Strecke nach dem Reichsbahnerstreik 1980 nicht mehr in Betrieb genommen, und dann 1984 wurde die Westberliner S-Bahn von den Westberliner Verkehrsbetrieben übernommen und nicht wieder in Betrieb gesetzt. Der Bahnsteig, auch die Schilder sind noch vollkommen erhalten, nur der Natur überlassen. Und ich hoffe natürlich, dass das eine kleine Inspiration für Sie war, für den Fall, dass Sie mal in diesem Gebiet unterwegs sind, können Sie, wie gesagt, da selbst etwas auf Erforschungstour gehen. Soweit dann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.